Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft-Fakten, die du wissen solltest. Und heute hätte ich mir wieder Fakten von euch rausgesucht, die ihr mir zugesendet habt. Und wenn ihr weiter gute Ideen habt für Minecraft-Fakten, die man eigentlich wissen sollte, dann schreibt mir das per Pen hier auf YouTube. Und wenn der Fakt korrekt ist und auch gut ist, dann wird er mit dem Video eingeblendet mit Namen. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon los mit dieser heutigen Folge. Und heute sind alle Fakten nur von einer Person. Und zwar alle 5 Fakten sind von Extremely Minecraft. Ich habe als erstes fällt Concrete Powder ins Wasser, kommt normaler Concrete raus. Zweitens, man kann Mobs paaren. Drittens, Baby-Mobs droppen kein Fleisch. Viertens, hohes Fleisch degeneriert nicht viele Hungerpunkte, die gefahren ist. Und fünftens, man kann Hunde füttern. Und das zeige ich dann ganz kurz einmal. Und zwar, wenn wir jetzt dieses Concrete hier nehmen. So, zum Beispiel den Grün hier. So. Und jetzt mal ins Wasser gehen. Das wollen wir hier oder so ins Wasser fallen lassen, dann also Concrete Powder, ne? Also der sieht so aus hier wie Sand, fällt er ins Wasser wieder hier zu diesem Lime Concrete, also diesen normalen Beton wie wir ihn kennen. Und so kann man diesen Beton erzeugen und ist ganz cool eigentlich gemacht so, ne? Und dann als zweites, wenn ich mal eine Cone nehme, so, und Weed dazu nehme, so, jetzt hier 2 Kühe irgendwie spawnen irgendwo, hier zum Beispiel, aber jetzt 2 Kühe, und wenn wir die jetzt mit Weizen einmal hier draufklicken, so und so, dann paaren die sich, und wir kommen hier, halt unsere Bets, okay, da kommt dann so eine Babykuh raus, und hier man kann also, Mobs paaren. Geht auch mit Schafen und so, mit Hühnern. Geht aber natürlich nie mit Creepern oder so, da es keine Baby-Creeper gibt. Also zum Beispiel hier so Baby-Kühe oder so. Kann man vielleicht mal erzeugen. Ein dritten Fakt, wenn ich so ein Diamantschwert mal nehme. Wenn eine Kuh mit Boxe, dann droppt ihr hier Raw Beef raus. Geht auch bei dieser Kuh hier. Auch hier droppt ihr sogar Leder dazu, nochmal 2 Beef. Bei der Baby-Kuh ist das allerdings anders. Und draufkloppen. So. So. Na komm schon. So, ihr droppt gar nichts, keine Experience, kein Leder, kein Leder oder so halt, ne? Kein Fleisch. Draufhauen, die droppt natürlich was. Ne? Ah, die Babykuh hier. Die droppt gar nichts. Das sind nicht bei dieser Kuh so, sondern auch zum Beispiel bei Schafen oder so. Dann als vierten Fakt. Das wird ein bisschen komplizierter jetzt. Aber sollte definitiv gehen. Wenn wir jetzt hier Raw Beef haben und mal das Steak. Ja, wenn ich gegen Game of 0 gehe. So. Und jetzt haben wir hier Effekt. Minecraft Hunger 100 oder so. Ja, geht das? Weiß gar nicht. Geht das irgendwie? Geht das nicht? Ich weiß auf easy stellen, ne? Ja. Seht, dass wir ganz viele Dings abgezogen. So. Ich bin tot. Perfekt. Kill hier einmal. So, jetzt haben wir gar nichts mehr. Jetzt nehme ich einen Raw Beef. Und es füllt 1,5 Leben auf. Also hier. Jetzt nehme ich ein Fleisch dazu. Vielleicht kann ich kurz mal meine Säulen hier machen. Ich habe ganz kurz mal die Leben abgezogen. Komm. Wie das nicht? Ich habe schon wieder Sättigung, ne? Na doch jetzt. Na. Ein noch. Geht das ja. Gut. Wir haben gar nichts mehr. Jetzt nehme ich ein normales Steak raus. Und wir kommen gleich 4 Stück. Das ist das Höchste, was man erreichen kann, glaube ich. Und ich habe Pumpkin Pie oder 5, glaube ich. Aber Steak ist ja das Beste, was man bekommen kann von Kühen so, ne? Und jetzt brauchen wir 3 Stück und schon sind wir komplett voll und haben sogar 2 extra Punkte mal dazu bekommen. Ne? Also relativ gut, also ratet euch ein Steak lieber, statt es raw zu essen. Ne? Es gibt natürlich auch Hungerpunkte, aber nicht so viele. Gut, dann jetzt letzten Fakt. Wenn ich jetzt meinen Wolf hier nehme. Wolf. So, jetzt kommt noch ein Bone. So, jetzt auf die 7. So. Ein Wolf hier spawner. Jetzt kommt meine Zähme. So. Dann kann ich jetzt einfach so füttern. Den Steak draufklicken.
und dann bekommt ihr Herzen und wir können ihn damit füttern. Die Leben dann auch regeneriert und so, ne? Soll ihr so machen und für Herzen und man kann die Hunde damit füttern. Gut, dann wäre es gewesen mit dieser heutigen Folge. Wenn es euch gefallen ist, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonniert vergessen und tschüss.